Dienstag, 20 Uhr, God of War, Ragnarök. Willkommen zurück. Wir sind am Drachenstand. Und ich mache irgendwelche Sachen kaputt und ich weiß nicht so richtig warum. Größtenteils wahrscheinlich, weil ich kann. Ich habe letztes Mal unfassbar viele Hühner getötet, weil ich immer kann. So. Kugelstein Discord, ich weiß nicht, ist mir peinlich. So, wir haben wieder das Vieh hier. Ja. Und hier liegen tote Zwerginnen, oder? Das nicht funktioniert, das ist eigentlich eine Frechheit, dass ich das nicht einfach zurückholen kann, das Ding, ne? Okay, hier vorne stehen Runen, die uns wahrscheinlich davor bewahren. Und es sind aber andere Runen als sonst. Die von den Zwergen. Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Mimi hat sich unbeliebt gemacht? Nicht atmen. Achte auf deinen Atem. Könnte sich auf die Luftverschmutzung einer Bucht beziehen oder eine Warnung sein, nicht schlecht über Odin zu sprechen. Beides gleich wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Meine Mimir dürfte. Das ist ja ein Verkaufsstab. Meine Mimir sollte. Gar keine Ahnung. Wir bauen denn hier nicht so große Fässer, wie bewegen die Zwerge, die bitteschön. Achso, dahinter ist eine Rune. Aber hä? Das ändert nichts für mich. Ja. Ah, das noch einer. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du dich quasi darauf verlassen kannst, dass immer hinter so einem. Das sind da so ein Geysieren quasi schon irgendein Rätselding zu lösen. Was zur Hölle war das denn, dass das so ein riesengroßes Skelett hinterlassen hat? War es ein Riesenkrokodil? Oh, der Kopf sieht eher nach Vogel aus. Ein Drachenvogel? Achso, Leute, wir können ja von der anderen Seite an den Vierer rein. Das macht es wesentlich einfacher, sag ich mal. Oh, ne, den hier brauchen wir gerade tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Dann ist gesucht das letzte Ding, sie hier. Da hinten ist noch das hier, aber guck mal, wir können hier direkt hoch. Das gute Omre hat irgendwie ganz schön viel Angst vor uns. Wir sollten mir vielleicht mal bei Gelegenheit noch angucken, wie das hier nicht richtig heißt. Warum sieht hier im Zwergenreich nicht alles so verfallen aus? Ich meine, die leben doch hier aktiv, die Leute, oder? Oh, hier ist wieder so ein Dings, was ich nicht benutzen kann, oder? Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Das heißt, ich muss nochmal herkommen? Oh. Lame. Warte mal. Ah ja, okay, gut. Das kriegen wir auch so. Ich dachte gerade kurz, ich muss vielleicht doch das von oben machen, aber. Ah ne, hier war das, ne? Ah. Man muss doch gar nichts ziehen. Man wirft einfach ein paar Mal die Axt in die Landschaft und dann. Hey, noch nie du einen Apfel. So, der reicht jetzt aber nicht, oder? Ach, jetzt haben wir eins. Achso, wir müssen steigende Anzahl an Äpfeln. Also der erste war halt, einer war genug. Jetzt brauchen wir zwei. Und wahrscheinlich brauchen wir beim nächsten Mal brauchen wir dann wahrscheinlich, also wenn wir das geschafft haben, brauchen wir dann wahrscheinlich danach drei. Aber warum mache ich diese Dinger kaputt? Es ändert doch nichts, oder? Ist jetzt irgendwas besser oder schlechter als vorher? Warum mache ich diese armen Krane kaputt? Die haben mir doch nichts getan. Soweit ich weiß. Why? Oh, hier liegt noch blaues Zeug. Hä? Okay, jetzt habe ich drei Krane zerstört und ich weiß nicht warum. Hm. Ist das da oben noch? Kann das noch? So, für das Vieh habe ich ja auch irgendwie keine Lösung in dem Sinne, ne? Ja, nee, da können wir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts machen. Ich habe ja die Kiste erstmal. Wir kommen, wir kehren später zurück. Ich muss mich doch eigentlich um Mimirs Maschinen kümmern. Was Rimmer ja damit gemeint hat. Das gucken wir uns erstmal an, würde ich sagen. Weil wir sind, glaube ich, was hat das mit Odins Raben auf sich? Können sie ihn überall hinbringen? Bis auf die Zwischenwelt. Zum Glück.
Warum? Ist nicht so leicht zu finden, dank zwergischer Verzauberungen und Yggdrasils Natur. Hm, Glück für uns. Aha. Also die Zwischenwelt da, wo die meisten Leute eigentlich ziemlich easy hinkommen, da kann er nicht hin, von allen Orten. Das ist schon bitter, sag ich mal. Oh. Wie ist es? Da muss ich das wissen. Muss ich das aktivieren, das Tor? Bing. Ich habe eine Quest in Midgard. Eine Pause vor dem Besuch bei Durlin? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Aha. Niederwilliers bester Armschützer. Traditionelle Zwergenrüstung aus Niederwilliers Erz, aus den Maschinen der Bucht der Großherrschaft zu Wartheim abgebaut wurde. Die Handwerkskunst und Leichen erhöht die Vitalität des Trägers. Hm. Ich bräuchte immer noch mehr geschmiedetes Eisen. Die Brustrüstung kriege ich wahrscheinlich eh nicht ausgebaut. Aber ich habe den jetzt schon. Wann habe ich den? Ich meine, der sieht ziemlich geil aus. Das wäre ein Grund für mich, das Ding zu tragen. Und angeblich kann ich ja irgendwie irgendwie Transmogs machen, auch wenn das wahrscheinlich erst später kommt. Aber habe ich den schon? Ne, ich müsste den das bauen, ne? Also ich kann den... Es ist halt nämlich nicht so ganz klar, ob du den bauen, ob du den verbessern oder bauen kannst. Ja doch, es ist sehr klar, weil es steht dran, ob es verbesserungsfähig oder herstellbar ist. Das Ding ist, könnte ich herstellen, wenn ich das denn hätte und kann ich nicht. Okay, das sind die Kategorien. Okay, gut. Okay, das ist, aber ich kann aber Sachen verkaufen. Moment. Ach ja, stimmt, ich habe ein... Das Ding gehörte einem Rebellen, oder? Ich habe ja Griebs Brandbombe gefunden, die ich leider nicht selber verwenden darf. Ach so, die Bucht, wo ich hin möchte, ist eigentlich da vorne. Oh, das meint der Maschine, hat einen großen Ofen gebaut. Ja komm, dann fahren wir da als erstes hin, bevor ich mich hier irgendwie zum Klopf mache und die Zeit damit verbringe, irgendwie dumm mit Leuten zu verhandeln. Da hinten ist nochmal ein... Hey, das ist noch einer von diesen Geysiren, aber riesig. Können wir uns den später ansehen? Wir sehen ihn doch gut von hier. Das ist nicht das, was er gemeint hat. Ja, hier vorne ist noch ein bisschen Schatz. Okay, ich bin zu doof, den Schatz anzufahren, aber hier wäre welche. Da hinten sind noch so einzelne. Das ist jetzt, ja, da hinten ist noch ein Vogel. Den sehe ich von hier. Mimir, wie viele Geschichten hast du über Odin und Thor erzählt? Und all ihre bösen Taten? Mal sehen, an wie viele wir uns erinnern. Vater braucht wohl eine Gedächtnisauffrischung. Mein Gedächtnis braucht keine Auffrischung. Sie überfielen unser Zuhause. Ja, aber ich rede von der Vergangenheit. All die anderen, die sie verletzt haben. Mal sehen. Also, wer war Tamur? Der Steinmetz. Oh, ja, er stritt mit seinem Sohn, ging nachts zu ihm und fand stattdessen Thor vor. Und er war Tamurs Sohn, Hrimthur. Der die Mauern von Asgard erbaute. Und Freya etwas Wichtiges zuflüsterte, bevor er verraten und ermordet wurde. Da war natürlich Groa, die Hüterin des Wissens und Prophetin Ragnaröks. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Thor ermordete ihren Gemahl und Odin vertuschte es, bevor er sie selbst umbrachte. Vergessen wir Ymir nicht, den ersten Riesen. Odin zerstückelte ihn, um aus seinem Körper die Welten zu formen und ließ sein Blut beinahe jeden Riesen ertränken. Was ist mit den Riesen von Jötunheim? Sie schienen alle tot zu sein, als wir endlich dort ankamen. Das bleibt ein Rätsel, obwohl es durchaus wie der Traum der Asengötter klingt. Was ist mit Fjörgin? Thors Mutter war eine Riesin, stimmt das? Das war sie. Die Umstände ihres Todes sind bestenfalls unklar. Aber ich weiß nicht, ob diese Tat Odin zuzuschreiben ist. Er war danach nicht mehr derselbe. Oh, ich weiß. Da war noch Skadi, die Königin der Jagd. Ja, sie verschmähte Odin und er brachte sie mit einer List dazu, ihren Vater zu töten. Oh, daran erinnere ich mich. Da war noch Starkadur, der Mächtige, der Heerführer der Jötnar. Von Odin verunglimpft, von Thor überlistet und ermordet. Und da war Thrym, der Listige, der Riesenkönig, der Thors Hammerstahl. Odin gab ihm Freya im Tausch für den Hammer und ließ dann Thor in Verkleidung seinen gesamten Hofstaat töten. Wer noch? Ah, Hrungir, der Raufbold, der Steinriese. Ja, von Odin verspottet, von Thor ermordet. Es reicht jetzt. Aber es gibt noch mehr. Das ist mir egal. Krieg mit Odin ist nicht die Antwort. Hätte denn vielleicht ein kleines Scharmütze? Aber ein paar von den Geschichten hatte ich, glaube ich, nicht gehört, oder? Dieser Rauch über uns, dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Die Griechen hatten übrigens tatsächlich was erfunden, was aussah wie eine Dampfmaschine. Aber sie haben A, nicht den praktischen Wert gesehen. Ich glaube, B, sie konnten es ja auch nicht stabil genug bauen. Und ich glaube, sie haben das Überdruckventil noch nicht erfunden.
Aldenjovs Maschine? Wo sind wir jetzt hier? Altjovs Maschine, okay. Turmverkleidung stelle ich mir echt lustig vor. Besser als Loki in Verkleidung, der sich nicht direkt verkleiden muss, sondern der einfach die andere Person ist. Wir könnten über dieses Aufzug-Ding schwenken. Gerüst. Danke. Ich sehe Explosivfässer. Feuer! Später. Da vorne ist ein Paradiesvogel. Sah ein bisschen aus wie ein Odinsrabe, musste weg. So, die Zeichnung an dieser Wand hier, an der ich gerade vorbeigelaufen bin, sieht leicht anders als die üblichen. Ach so, weil wir da später erst hochkommen. Okay, I see. Was ist das denn hier noch? Oh. Okay. Achso, das ist bestimmt Feuer in Ordnung, oder? Vielleicht nicht. So, Thor und Faunklein mit Bierbock und das ist super, oder? Ach, stimmt, das war die Geschichte, wo sich Thor als Freya verkleidet hat. Weil, hat er dafür nicht die Haare von Dings genommen? Von, der anderen lustigen Dingsbums, der Loki alle. Die Geschichte funktioniert ohne Loki nicht, fällt mir gerade so ein. Weil. Das ist einer der Sachen, die. Wie hieß sie denn? Also, Thors Hammer kommt ja eigentlich daher, dass die. Sifre. Dass Loki die Haare von Sifre hat im Schlaf verschwinden lassen. Und die gingen dann irgendwie nicht wieder ran. Und dessen sind die zu den Dingsbums-Brüdern, also zu unseren beiden Brock und Sindri, die da leicht anders hießen in der Geschichte, die ich gelesen habe, hin. Und der halt hat in irgendeinem Wettbewerb hergestellt. Und sie haben halt den Hammer hergestellt, die künstlichen Haare von Sifre und noch irgendwas noch anderes. Nicht richtig. Ach so, ich muss das rüberfahren? Was heißt denn hier noch nicht richtig? Und die haben halt den Hammer und das Dings hergestellt. Das sind mehrere Sachen halt. So, was kann ich jetzt hier fahren? Das ist wieder so ein Ding. Ja, was kann ich denn da machen? Da unten ist Wasser. Noch nicht richtig, aber... Achso, warte mal, kann ich mich da ranhängen an das Ding? Ist das die Idee? Dass es so ein Hängding ist? Das muss die richtige Stelle sein. Also ist das das, was ich denke? Ah ja, okay. Ja, das funktioniert exakt so, wie ich mir das dachte. Diese Fässer, ich will hier Brennstoff. Ich wette, ein Funke von deinen Messern würde einen ziemlichen Knall auslösen. Ja, aber... Okay, das war so ungefähr der fünfte Versuch, wo es um Wiener geht. Ja, aber gut, der Thor aus diesen Teilen Frauenkleider würde tatsächlich ein bisschen schwierig aussehen, ne? Ich meine, Olle Baldur war ja doch wesentlich schmaler, sag ich mal. Den kann man sich schon besser vorstellen, finde ich. Der würde das wahrscheinlich ganz gut hinkriegen. Wir könnten hier den Boden durchbrechen, wenn du eine Stelle findest, die hoch genug ist. Das machen wir erstmal nicht. Wir sehen uns erstmal um. Es gibt hier bestimmt noch viel zu entdecken. Das ist ja überhaupt nicht gut, dass hier so Drauger rumstehen, die so aussehen, als könnten sie uns jederzeit angreifen. Das gefällt mir ja gar nicht. Das wird bestimmt lustig aussehen, aber da stellt sich die Frage, ob die Riesen einfach nur kurzsichtig sind oder was? Schön, wie irgendwelche Sachen Kratos leichten Widerstand leisten. Also ich muss wirklich bis ranrennen? Doch. Nee, ich muss das mit... Ah, I see. Jetzt haben wir quasi... Ah, jetzt haben wir hier einen schottigen Shortcut. Ah ja, okay. Nice. Okay, hier können wir tatsächlich hoch. Hier liegt nochmal was rum. Bin ich eigentlich an der richtigen Ecke? Weil ich wollte echt zu dieser Maschine von Mimir oder was auch immer. Die Zwerge hätten die Maschinen selbst abschalten können. Ein paar haben es versucht. Die Einherjahr ja haben an ihnen Exempel statuiert. Sie töteten die Zwerge? Hättest du sie nicht aufhalten können? Ja. Nähä.
Das heißt also, dass wir uns gleich mit ihnen einher beschäftigen dürfen. Wahrscheinlich sind die ungefähr in etwa so nervig wie die Dingens. Ah, das sind sie nicht. Brennst du? Okay, das sieht so aus, als würde es tatsächlich brennen. Linke Seite! Und wie ist das Messer die viel bessere Waffe? Habe ich das Gefühl. Geht's dir gut? Nee, ja nicht. Bisschen in der Tagesstätte. Au. Dieser Gegner-Typ, würde ich sagen. War das Neues eigentlich? Nein, was tue ich? Dazu warten, bis ich mich erstmal live rege und danach das den Gegenstand zu nehmen. Ist der Buggy da so? Nee, der greift mir extrem langsam an. Der ist halt schon eine Tage. Ich meine, er hat ja angegriffen. Gelegentlich. Vor allen Dingen hat er ziemlich oft getroffen, weil ich da nicht mehr damit gerechnet habe. Oder müssten die mir mehr im Gesicht rumstehen? Was haben wir hier Schönes? Beeindruckend. Ja. Die Zerquetscherin. Katlin, Zerquetscherin der Scheusala, hat hier in der Nespe 20 getötet. Eine Legende oder Prahlerei? Ich wünsche, diese Katlin wäre hier, um uns ihre Strategien zu verraten. Tja. Achso, jetzt müssten wir das Ding wieder runterlassen. Oh, Mann. Ist wieder hoch. Den Lebensstein am besten noch bei der guten Gelegenheit nutzen. Bein hier wohl noch einer. Das Ding runterlassen und dann können wir da runterspringen. Wahrscheinlich müssen wir es sogar nochmal machen. Weil da oben ist nämlich auch nochmal ein Ding, was aussieht, das können wir da rüberspringen. Das ist alles nicht einfach. Es könnte ja so einfach sein. Ist es aber nicht. Und. Vielleicht krass, wie viel Arbeit und Anstrengung hier eigentlich auf so. Ja, wir haben geschmiedetes Eisen gefunden, das ist gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, unsere Rüstung nochmal ausbauen, dann können wir uns den Set-Bonus krallen. Obwohl die Frage ist, ob der Set-Bonus tatsächlich wert ist oder ob ich stattdessen einfach die Rüstung so ausbaue. Ich finde die bessere, das hängt nur so ein bisschen ab, wenn man gerade angreift. Von der Spielbarkeit ist das Geschmackssache, finde ich. Ich könnte das noch erweitern, aber das wäre ein Spoiler. Ich hoffe doch, es gibt noch eine Waffe. Obwohl, naja, das Interface spricht schon sehr dafür, dass es nur zwei Waffen gibt. Ich meine, wie viel Platz hat der gute Mann auf dem Rücken? Es sei denn, wir kriegen noch irgendwie die Kombination aus Axt und Dings gleichzeitig. Gesetzt den Fall, das Ding wäre jetzt höher. Also das Ding hier. Dann würde uns das exakt gar nichts bringen. Nee, wir wollen wahrscheinlich da oben diese Wand kaputt machen, oder? Aber wie? Da müssten wir ja von der Seite springen. Achso, wir können wahrscheinlich... Nee, oder? Wer weiß. Tja. Wir kommen hier bestimmt irgendwie weiter. Irgendwie. Ich fand es schon richtig gut, dass ihr die verschiedenen Schildtypen mit reingebracht habt. Ist das nicht bahnrechtlich, aber ganz nice Mechanik. Ja, ganz nice trifft. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier rüber, oder? Ah, ne. Ich dachte, man kann da rechts an der Wand hoch. Mann, kann ich. Nee, denn bleibt mir wohl nichts anderes übrig, das Ding mal ganz nach oben zu fahren. Ich meine, wir haben uns so viel Mühe gemacht, dieses Loch da reinzuschlagen in diese Wand. Nur um jetzt genau nichts damit zu machen. Das ist ein bisschen komisch. Warum kann ich eigentlich hier rüber springen? Was bringt mir das? Oh, ein Witz, warum kann ich hier überhaupt rüber? Das scheint mir irgendwie so kein Zweck zu erfüllen. Oh, warte mal. Hier waren wir ja gerade, ne? Ach, warte mal. Kriegen wir das Ding noch wieder hoch? Weil dann könnten wir jetzt mit dem Gerüst, was jetzt ganz oben ist, hier rüberspringen. Den Doppelsprung, oder? Theoretisch? Vielleicht? Irgendwie? Wir wollen ja da drüben hoch, da wo die Truhe ist. Und dafür müssten wir wahrscheinlich irgendwie darüber springen. Ich
Ich mache schon wieder komische Geräusche, weil ich gerade überlege, wie ich hier am besten weiterkomme, ne? Aber wie haben wir denn das Ding hier überhaupt hoch runter gemacht? Das war doch... Ich meine, es hat Ketten dran, es müsste irgendwie wieder hochgehen, aber... Wie? Gibt es dafür ein Rad irgendwo, was ich irgendwie übersehen habe? Achso, da unten ist vielleicht so ein Geysir-Ding, das wir vielleicht einfach mal kaputt machen sollten. Ist das ein... Achso, nee, das ist... Achso, das ist so ein Ding. Das sollte helfen. Ja, in der Tat. Gut, dass ich das die letzten 20 Mal übersehen habe. Und jetzt können wir von hier aus das Ding nochmal einhoch. Ja, jetzt können wir es nochmal einhoch machen. Nee, wollen wir nicht. Nee, dann wollen wir jetzt einmal hoch und dann können wir, weil ich das ja schon dank meiner Genialität vorbereitet habe, können wir jetzt hier ich einfach... Ich glaube, da kommen wir so nicht dran. Das ist zu hoch. Echt jetzt? Wie ich bereits sagte, Genialität. Hat das Ding drei Einstellungen? Ja, das Ding, sieht gut aus. Das Ding hat drei... Also vier verschiedene Höhen. Das ist ja absolut faszinierend. Jetzt können wir hier einen schottigen Shortcut auch machen. Aha. Naja, war gut. Nicht so okay. Schwer. Okay, er klettert nicht mehr runter. Das ist eigentlich ein ziemliches Plus. Na gut, dann hätten wir das auch geschafft. Wunderprächtig. Mehr beim nächsten Mal.